Vielen Dank für das Interesse. Ich freue mich jetzt sehr und hoffe, dass es klappt, dass wir Dr. Andreas Pitz im Live-Video haben. Der befindet sich, Achtung, gerade in New York, kommt oder lebt in Mannheim, ist hier aktiv, ist ein Experte für Katastrophenschutz, von Haus aus Jurist, Professor an einer Fachhochschule. Und ich würde ihn bitten, die Anfrage zu stellen. Ich weiß nicht, ob er schon mal ein Facebook-Live-Video gemacht hat. Wir haben vorhin kurz telefoniert. Es hat geklappt, Herr Dr. Pitz. Es hat geklappt, endlich. Geklappt, der Ton ist gut. Ihr Handy wackelt ein bisschen. Jetzt ist es ruhig. Perfektes Bild. Nicht mehr atmen und nicht mehr bewegen. Gebe mein Bestes. Okay, Herr Dr. Pitz, für die Runde hier, die Menschen, die zuschauen, stellen Sie sich doch bitte mal kurz und knapp vor. Sie können das. Jetzt hängt das Bild leider. Relativ Jetzt geht's weiter. Sie sind ein bisschen wackelig, aber bitte nochmal von vorne anfangen. Hier war gerade irgendwie eine Übertragung nicht okay. ja, es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich bin Professor an der Hochschule in Mannheim, bin dort für die Bereiche Gesundheitsrecht und Sozialrecht zuständig, befasse mich allerdings schon seit vielen Jahren mit dem Thema Gefahrenabwehr. Gefahrenabwehrrecht und bin aktuell auch noch einer der Geschäftsführer der integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Mannheim. Genau. Um den Leuten mal klarzumachen, was das bedeutet, der Standort in Mannheim, Sie können es aus dem Kopf besser als ich, hat wie viele, ich sag mal so, problematische Betriebe, die eine Katastrophenlage auslösen könnten. Ich weiß irgendwie aus dem Kopf raus, das müssen um die 50 Ja, sein, also wir haben in Mannheim tatsächlich die größte Anzahl von sogenannten Störfallbetrieben in ganz Baden-Württemberg. ja. Die genaue Zahl, ich müsste jetzt schätzen, wir werden irgendwo um die 25 liegen. Diese Betriebe sind besonderen Rechtsvorschriften unterworfen, die natürlich sich insbesondere auch mit dem Notfallmanagement befassen. Und die natürlich dann auch aus Sicht der Gefahrenabwehr einem besonderen Augenmerk bedürfen. Okay. Die Leitung ist nicht ganz optimal. Haben Sie die Möglichkeit, sich ein paar Meter zu bewegen? Vielleicht ist er an einer anderen Stelle besser. Ich werde mal ganz kurz aufs Mobilfunknetz. Ich habe es jetzt einfach mal über Mobilfunk Wenn versucht es und hier nicht durch klappt, das stabile machen wir die WLAN. Anfrage einfach nochmal. Ja? So, ich Jetzt ist, hoffe, es glaube ich, ist jetzt besser. besser. Herr Dr. Pitt, Wunderbar. es Dann hakt ein lag es am bisschen, WLAN. aber wir beugen uns den Umständen. Herr Dr. Pitt, Sie verfolgen, also Sie leben ja eigentlich in Mannheim und arbeiten hier. Sie verfolgen, was im Ahrtal passiert. Wenn ich Sie mal ganz pauschal fragen darf, was ist denn Ihr Eindruck, was Sie von außen so wahrnehmen? Ja, es ist insofern ja ganz interessant, als dass ich hier tatsächlich vorgestern das erste Mal eine Flutwelle hier in New York gab. Es gab hier die letzten Ausläufer von Hurricane Ida. Und wenn man sich einfach angeschaut hat, wie das hier abgelaufen ist, dann kann man da sicherlich einfach mal Parallelen ziehen. Aus den Parallelen wird dann relativ deutlich, was dann, glaube ich, auch anders läuft. Also es war tatsächlich so, dass hier schon im Vorfeld eine Vielzahl an Warnungen auf die Handys geschickt wurde. Also als dieses Ja. Unwetter noch gar nicht da war. Das kam hier einerseits vom National Weather Service, das kam aber auch hier vom Emergency Management Center hier in New York. Und man betreibt hier in New York einmal sowas Ähnliches wie unsere Warn-Apps, also NINA und Katwarn. Aber davon unabhängig gibt es eben noch das, was wir jetzt auch schon mehrfach gehört haben, was wir in Deutschland
bedauerlicherweise nicht haben. Das ist dieses sogenannte Cell Broadcast. Das heißt, hier ging dann tatsächlich, als dieses Unwetter dann losging, teilweise im Minutentakt die Warnmeldung aufs Handy. Und das funktioniert sogar bei ausgeschaltetem Handy. Das heißt also, wenn das Handy ausgeschaltet irgendwo rumliegt, schaltet es sich ein und gibt diese Warnung aus. Das ging dann einfach los hier mit Warnungen zu starkem Regen, Flash Flooding Warning. Das ging dann weiter über Flash Flooding Emergency, wo man dann eben weiß, das ist die nächste Stufe. Jetzt ist endlich dann der Spaß auch ganz beendet. Es ging dann weiter mit Tornado-Warnungen. Also das lief hier sehr, sehr vorbildlich. Und das ist sicherlich, wenn man sich das anschaut, wie das hier lief und wie das ja, wenn man sich die Berichte anschaut, im Ahrtal lief, glaube ich, ein fundamentaler Unterschied in der Warnkultur, die da auch herrscht. Das hat natürlich auch systematische, strukturelle Hintergründe, warum das hier in den Vereinigten Staaten ganz anders ist als in Deutschland. Wir in Deutschland sind da tatsächlich, wie so häufig, in den vielen Gebieten, die ja eigentlich auch relevant sind, ein bisschen hinten dran. Hier in den USA gibt es zum Beispiel einen sehr feinen Unterschied zwischen dem sogenannten Emergency Management, also denen, die Katastrophen, ich nenne es jetzt mal, zu managen, zu organisieren haben, und denen, die dann tatsächlich an der Front arbeiten, also den Fire Departments, den Police Departments, den Emergency Services, also den Rettungsdiensten. Und dieses, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Backoffice, das ist etwas, was in Deutschland zum Beispiel in der Form nicht existiert. Also eine Verwaltungsabteilung, wenn ich es mal so nennen will, die sich einfach damit befasst, rechtzeitig zu warnen, Krisen zu bewältigen und dann auch entsprechend Aufräumarbeiten zu organisieren. Sowas kennen wir in dieser Form nicht, sondern das ist bei uns halt alles irgendwie bei der Feuerwehr mit dabei. Das zeigt sich auch schon daran, wenn man sich anschaut, wie die Personalstruktur vieler Berufsfeuerwehren ist. Da habe ich ganz viele Leute, die im Einsatzdienst sind, aber nur sehr wenige Leute, die quasi das Organisatorische übernehmen. Und übertragen jetzt auf einen Landkreis, der ja keine eigene Berufsfeuerwehr hat, wie eben im Ahrtal, dann sind das ja Freiwillige, die da auf den Feuerwehrfahrzeugen sitzen. Meistens sind die einzigen Hauptamtlichen dort die Kreisbrandmeister, vielleicht noch mit ein, zwei Mitarbeitern nebendran, und das war's dann. Also um das kurz zu erläutern, Herr Dr. Pitz, ich weiß es vor allem hier aus Nordbaden für Baden-Württemberg, wir müssen unterscheiden zwischen den Landkreisen und den Stadtkreisen. Mannheim ist natürlich ein Stadtkreis, genauso wie Heidelberg, hier in meinem Berichtsgebiet, in dem Sie auch leben, also auf Baden-Württemberg bezogen, gibt es vor allem den Rhein-Neckar-Kreis. Mannheim hat eine Berufsfeuerwehr, Heidelberg hat eine Berufsfeuerwehr, also mit angestellten Feuerwehrleuten, deren Job einzig und allein alles, was mit Feuerwehr, Gefahrenabwehr und so weiter zu tun hat, während im Rhein-Neckar-Kreis mit, ich glaube, 54 Gemeinden, wenn ich mich richtig erinnere, wir zum Beispiel die größte Kreisstadt Weinheim haben mit 45.000 Einwohnern. Da ist der Feuerwehrkommandant hauptamtlich und der Rest ist irgendwie ehrenamtlich. Häufig gibt es dann Kommandanten nochmal irgendwie bei der Stadt angestellt oder so, aber es sind eigentlich Ehrenamtliche, das heißt keine Vollprofis, und die müssen eigentlich die gleichen Aufgaben erledigen wie die Profis, eben die Berufsfeuerwehren, was dann teilweise auch dazu führt, dass in besonderen Lagen irgendwie eine Feuerwehr aus Ladenburg oder Weinheim einen Angriff fährt, merkt, die kommen nicht voran, und dann wird eben Mannheim nachgeordert oder Heidelberg oder im Zweifel die vermutlich beste Feuerwehr der Welt, nämlich die Werksfeuerwehr des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen. Das erfordert immer Absprachen, die Abläufe sind teilweise schwierig. Das nur einfach mal so zur Einordnung. Hinzu kommt, es hängt immer davon ab, zu welcher Tageszeit, an welchem Tag
ein Einsatz erforderlich ist, wie ist die Abrufbereitschaft der Kräfte, die in einen Einsatz tatsächlich gehen können. Dazu kommt noch, haben wir gerade Ferienzeit und ist die Hälfte der Feuerwehrmitglieder gerade, keine Ahnung wo, aber auf jeden Fall nicht innerhalb von kürzester Zeit am Ort. Was ist der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland? Hat Amerika durch Tornados, durch diese, wie soll ich sagen, einfach gewaltige Naturerfahrungen? Da meine ich nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern ich hatte vor ein paar Tagen auch eine Schweizerin hier im Live-Chat, die im Bevölkerungsschutz aktiv ist. Und die sagt, wir in der Schweiz überprüfen jedes halbe Jahr unsere Einsatzpläne. Wir machen ständig Übungen und wir integrieren auch die Bevölkerung. Und ich versuche es jetzt mal ganz kurz zu machen. In der Schweiz passieren häufiger als in Deutschland, enorme Naturereignisse. Aber die Zahl der Toten ist meistens gering und auch die Sachschäden sind, habe ich so einen Eindruck, einigermaßen beherrschbar. Sie als Experte jetzt, womit hängt das zusammen? Was für eine Schwierigkeit haben wir hier in Deutschland, die wir dringend angehen müssen? Ja, ich glaube, wir leben halt einfach noch gerade in Strukturen, dass wir uns sehr stark darauf verlassen, dass es irgendwelche ehrenamtlichen Strukturen gibt, die das schon irgendwie organisiert kriegen. Aber Sie haben es ja gerade zu Recht gesagt, ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Stadtbrandmeister von Weinheim nehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Mann, der macht einen guten Job. Nur der ist für seine Wehr verantwortlich. Ja, der ist nicht für das Übergeordnete verantwortlich. Also wenn es dann zum Beispiel um Bevölkerungswarnungen oder so geht, da ist der außen vor, da hat er erstmal gar keine Zuständigkeit, sondern das liegt dann tatsächlich in der Hand der integrierten Leitstelle. Für die integrierte Leitstelle, so richtig geregelt ist das tatsächlich gar nicht, ist dann verantwortlich wohl eher dann der Kreisbrandmeister, also der auf einer höheren Ebene sitzt beim Landkreis, also der Cheffeuerwehrbeamte des Landkreises. Der ist aber auch weitgehend Einzelkämpfer, weil der hat ja gar kein eigenes Personal. Also die Feuerwehren sind ja... Der hat keinen Stab oder irgendwas, der hat einen Titel und das war's. Ja, im besten Fall hat er noch ein paar, hat er noch einen Stellvertreter und er hat noch ein paar Verwaltungsmitarbeiter, aber er hat jetzt keinerlei in irgendeiner Form geartete Organisationsstruktur hinter sich, die er dann quasi mit Planungen beauftragen könnte. Also das ist alles so eine One-Man-Show, mehr oder weniger. Und das ist einfach genau das, was ich auch meinte. Diese Planung, diese Warnung, Planung, Abarbeitung von größeren Schadenslagen, die muss eben auf einer anderen Ebene passieren und sie muss eben personell viel, viel besser ausgerüstet sein. Wenn Sie sich wieder jetzt hier das Beispiel USA anschauen, hier in den USA zahlen Sie in ganz vielen Bundesstaaten die Feuerwehr, also die Notfalldienste, so nennt sich das hier, also die Emergency Services, die bezahlen sie über ihre Grundsteuer. Das heißt, auf dem Grundsteuerbescheid können sie ganz genau sehen, wie viel Euro sie dieser Schutz kostet. Und damit hat man natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung von Seiten der Bevölkerung, dass das auch ordentlich gemacht wird. Bei uns verschwimmt das alles so im großen Geldtopf der öffentlichen Mittel. Und das große Problem, das wir natürlich haben, ist, wenn Sie sich hinstellen und sagen, ja, ich brauche jetzt aber folgende Dinge zur Vorbereitung auf eine große Schadenslage, dann werden Sie da auf nicht so viele offene Ohren stoßen, weil das ist ja Geld, das man ausgibt in der Ungewissheit, ob man es überhaupt ausgeben hätte müssen. Das ist das Gleiche wie mit dem Thema Impfstoffe. Ja, also da mag ich nur kurz einwerfen. Ich bin da in der Recherche noch nicht wirklich weit, aber ich bin schon dran. Es gab nach dem Hochwasser 2016 im Ahrtal detaillierte Forderungen, den Hochwasserschutz voranzutreiben. Dafür sollten einige Millionen, ich weiß den Betrag nicht, war es einstellig, war es zweistellig, war es mittel zweistellig, war es sogar dreistellig, keine Ahnung. Weiß ich jetzt noch nicht. Wir kennen uns ja schon lange und Sie wissen als Journalist, ich sage immer nur dann, ich weiß es, wenn ich weiß. Ich bin da in der Recherche. Wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass aus diesem 30 Milliarden Fluthilfefonds der Bundesregierung der Länder allein 16
bis 17 Milliarden Euro, von denen man noch nicht weiß, ob sie reichen, für den Wiederaufbau und Wiederherstellung nicht nur der zivilen Gebäude, sondern auch von Fauna und Flora sich anschaut, was man nicht ausgeben wollte und was man jetzt ausgeben muss. Ich frage Sie mal, warum werden die Leute, Sie haben ja mit den Politikern, Entscheidern zu tun, haben die überhaupt keine Fantasie, was man für Risiken eingeht, weil man sich scheut, einige Millionen auszugeben und gleichzeitig wegschaut, weil man sagt, nee, so ein Milliardenschaden kann eigentlich nie entstehen. Also ich verstehe das nicht. Ja, also da tue ich mich selber so ein bisschen schwer. Ein Politiker, zumindest ist das meine Erfahrung, der kann schon ganz gut einschätzen, welchen Themen er sich widmen muss und welchen Themen er sich nicht widmen muss. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema von vorhin, nämlich ich muss das natürlich auch einem Politiker erklären. Also wenn ich derjenige bin, der für eine bestimmte Gefahrensituation oder für bestimmte Gefahrenlagen zuständig ist, also der originär Verantwortliche ist, dann ist es zunächst mal meine Aufgabe, das dem Politiker, der das Geld in die Hand nehmen muss, auch so aufzubereiten, dass er einschätzen kann, ob es für ihn einen Handlungsbedarf gibt oder nicht. Und meine Erfahrung ist jedenfalls die, dass, wenn das fundiert kommt, es nur wenige Politiker gibt, die da einfach drüber hinweggehen, weil jeder Politiker ist ja auch mit einem gewissen politischen Überlebensinstinkt ausgestattet und jeder weiß, wenn ich hier die Verantwortung trage, also mir hat hier mein Fachmann, meine Fachfrau schwarz auf weiß geliefert, dass wir, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, alle 200 Jahre ein bestimmtes Hochwasser erleben werden, das mit den Folgen in der aktuellen Lage ja, einhergeht und man müsste das und das tun, um die Schäden möglichst zu minimieren, dann wird man vermutlich kaum einen Politiker finden, der sagt, oh nee, das machen wir jetzt aber mal lieber nicht. So, also ich nehme da auch ganz, ganz bewusst die Fachleute in die Pflicht. Aber gute Perspektive. Also man kann nicht immer nur auf einen zeigen, sondern da sind natürlich viele dran beteiligt. Also folge ich Ihnen absolut. Es kommt auch darauf an, dass die entsprechende Fachleute, die Sicherheitsexperten schlicht und einfach sagen, hier ist ein politischer Handlungsbedarf und wir legen jetzt mal vor und machen das sehr detailliert und nachvollziehbar, warum wir hier gewisse Maßnahmen, Ausstattungen, was auch immer es ist, benötigen, um eine mögliche Gefahrens- und Schadenslage abzuwehren. Und jetzt kommen wir im Prinzip zu dem, was ich vorhin sagte. Und an der Stelle beißt sich dann die Katze eben in den Schwanz. Wenn Sie ein Kreisbrandmeister sind, weit und breit allein auf weiter Flur, dann können Sie gar nicht in der Lage sein, das so aufzubereiten, dass ein Politiker hinterher auch entscheidungsfähig ist. Das heißt, entweder ich habe die Strukturen dafür, oder aber es passiert dann das, was jetzt halt passiert ist, nämlich, dass man verzweifelt nach Verantwortlichen sucht. Aber irgendwie jeder sagt, ja, der eine der Politiker wird sagen, ja, das habe ich aber nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich sofort was gemacht. Der Kreisbrandmeister wird sagen, ja, hätte ich das Personal gehabt, um hier entsprechende Planungen voranzutreiben, ja, dann hätte ich das ja auch alles machen können. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt einfach auch irgendwann in Deutschland ehrlich machen und einfach ganz klar sagen, es gibt bestimmte Dinge, die kann ein Landkreis leisten und es gibt Dinge, die kann ein Landkreis nicht leisten. Und, also da vielleicht für den Hintergrund, Herr Dr. Pitz, wir haben die Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz ist jeweils Ländersache. Und das Bundesamt für Katastrophenschutz kann den Ländern nicht reingeregnet werden, sondern es kann nur Hinweise, Empfehlungen oder sage ich was Falsches. Ja, es ist leider noch so ein bisschen verzwickter. Das Grundproblem okay, dann ist. Dann erläutern Sie das bitte mal, wenn Sie es besser wissen als ich, dann brauche ich keine Spekulationen machen. Wenn wir mal von oben runter anfangen. Also es gibt tatsächlich in unserem Grundgesetz keinen Fall, in dem der Bund irgendwie für Katastrophenschutz zuständig wäre. Aus gutem Grund heißt es auch Bundesamt für Bevölkerungsschutz und nicht Bundesamt für Katastrophenschutz. Denn im Grundgesetz steht lediglich drin, dass der Bund für den Zivilschutz im Verteidigungsfall verantwortlich ist.
Das heißt Also also, der wenn, militärische genau, es Verteidigungsfall. gibt nur Genau. den Spannungs- und Verteidigungsfall und das setzt voraus, dass die Gefahr droht, dass die Bundesrepublik mit Waffengewalt angegriffen wird oder das schon tatsächlich der Fall ist. Ansonsten hat der Bund keinerlei Zuständigkeiten. Wenn der Bund eben manchmal irgendwelche Feuerwehrfahrzeuge bezahlt oder irgendwelche Rettungswagen bezahlt, dann machen die das immer über das Vehikel. Ja, falls es mal den Verteidigungsfall gibt, dann haben wir euch jetzt Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Dass der natürlich viel häufigere Fall die Katastrophe ist und nicht der Verteidigungsfall, das sieht einfach unser Grundgesetz gar nicht vor. Und wenn man das versteht, dann versteht man, warum ein Bundesamt auch überhaupt gar nichts zu melden hat bei Katastrophen. Also die haben so überhaupt gar nichts zu melden. Das muss man ganz deutlich sagen. Und das ist sicherlich auch ein Webfehler, wo sich die Bundespolitiker jetzt verschärft drum kümmern müssen. Aber man hat ja jetzt gerade auch in unmittelbarer Nähe zur Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, was dann passiert. Sobald ein Bundespolitiker sagt, wir brauchen da mehr Kompetenz, Klammer auf, ich befürworte das ausdrücklich, Klammer zu, kommt sofort ein Landesinnenminister und sagt, nein, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall, das ist ein Eingriff in unsere Länderhoheit. Anstatt doch mal ganz offen und ehrlich zueinander zu sein und zu sagen, Leute, wie können wir solche Lagen nur bewältigen? Ja, gemeinsam. Also es ist ja völlig klar, dass ein Landkreis alleine damit überfordert ist, dass ein Bundesland, das mit so einer Katastrophe konfrontiert ist, überfordert ist, ist auch klar. Das heißt, die brauchen doch die Hilfe aus anderen Bundesländern und die muss irgendjemand koordinieren. Und dafür wäre eben auch hier wieder der Blick in die USA. Hier gibt es die FEMA, die Federal Emergency Management Agency. Das ist genau so eine Einrichtung, die eben in Katastrophenlagen die Kräfte der ganzen Vereinigten Staaten bündelt und in die betroffenen Katastrophengebiete bringt und dort auch organisiert. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Das existiert nicht. Das Ganze, was wir im Ahrtal gesehen haben, dass da irgendwelche Helfer aus anderen Bundesländern kommen, das musste irgendwie auf niedrigerer Ebene bilateral zwischen den Bundesländern geklärt werden. Das ist aber natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, wenn ich da eine eigene Struktur Ja. dafür habe. Dann hat die ihre Pläne dafür. Und jede Minute zählt unter Umständen in so einer Lage. Herr Dr. Pitz, ich merke, wir werden uns über das Thema nochmal, auch wenn Sie aus New York zurück sind, persönlich in Mannheim unterhalten. Ich finde es sehr wichtig, vor allem mit Ihrer fachlichen Expertise, weil Sie im Thema drin sind, dazu Jurist. Ich mag nochmal auf einen Punkt kommen. Vielen Dank, das muss ich übrigens sagen. Ich habe vor 2,5 Stunden, glaube ich, mit Ihnen telefoniert. Ich habe Sie einfach angerufen, habe gesagt, Herr Dr. Pitz, können wir reden? Wo sind Sie? Und Sie sagten, oh, ich bin in New York. Ich fragte, wie ist die Ortszeit? Hätte ich selber dran denken können, 6 Stunden zurück. 13 Uhr. Und sagte, kann ich Sie in 2,5 Stunden bitte hier für das Live-Video in Anspruch nehmen? Und Sie haben sofort gesagt, ja. Ich weiß nicht, wie der Terminkalender ist. Vielen Dank dafür. Hängt damit zusammen, dass wir auch in der Vergangenheit schon häufiger Kontakt hatten. Sie als früher Lokalpolitiker auch, aber vor allem als Experte für Bevölkerungsschutz. Ich mache jetzt einen kleinen Themenwechsel, weil ich berichte die ganze Zeit über das Ahrtal. Das ist für mich auch ein konkretes Anliegen vor Ort. Ich gehe natürlich aber auch als Journalist, der sich mit Katastrophen ganz gut auskennt, über 30 Jahre Berufserfahrung, dahin, weil ich in einer Region lebe, hier in Mannheim. Rhein-Neckar-Block ist ja die Metropolregion, über die ich berichte, Vorderpfalz, Südhessen, Nordbaden. Wir sind hier in einem erheblichen Maß ein klar definiertes, möglicherweise Katastrophengebiet, nämlich durch Hochwasserereignisse, die durch Rhein und Neckar bei uns geschehen können. Jetzt mag ich es mal ein bisschen lokal runterbrechen. Wir haben einen völlig maroden Rhein-Hochwasserdamm in Mannheim auf 3,9 Kilometer Länge. Der soll saniert werden. Da gibt es erhebliche politische Auseinandersetzungen, weil, was ist passiert? Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich dort Baumbewuchs auf dem Damm entwickelt. Niemand hat es richtig kontrolliert und mal richtig in die Vorschriften geschaut und überlegt. Das heißt, überall auf dem Damm, der zu einem oder der ein Naherholungsgebiet, das wirklich wunderschön ist,
abgrenzt zur Wohnbebauung, stehen viele, viele Bäume. Es gibt Leute, die der deutsche Baum ist heilig, die sagen, nein, die dürfen auf keinen Fall gefällt werden. Was hieße, man kann den Damm eigentlich nicht sanieren. Es gibt Alternativvorschläge, dass man das mit sogenannten Spundwänden macht. Das heißt 16, 17, 20 Meter dicke, lange Platten, die man da reinrammen müsste. Erhebliche Kosten gegenüber einem sogenannten Erdbauwerk. Vielleicht äußern Sie sich, Sie haben sich sicherlich intensiv damit beschäftigt, vor dem Zusammenhang mit dem Ahrtal, das konnte sich auch niemand vorstellen, dass sowas da passieren würde, obwohl es vor 100 Jahren knapp und vor 200 Jahren knapp schon mal ähnlich passiert ist. Wir denken dran, es gibt ein Jahrhunderthochwasser und es gibt einen Sturm und es gibt ein Tiefdruckgebiet, alles kommt zusammen. Und dieser Damm in Mannheim bricht. Was wäre die Folge? Und was ist Ihre Einschätzung, was diesen reinen Hochwasserdamm in Mannheim angeht, wie man das am vernünftigsten macht? Und Dr. Pitz, ich weiß, es ist ein sehr heißes Eisen. Da muss man jedes Wort sehr klug wählen, weil die Emotionen liegen teilweise blank bei dieser Geschichte. Aber Sie sind ein souveräner Mensch. Insofern danke, dass Sie zugehört haben, allen auch, um den Rahmen mal zu schildern, worum es hier auch lokal geht und warum ich mir das Ahrtal auch in Bezug auf andere Hochwassergebiete anschaue. Denn eins ist klar geworden, entweder man investiert in den Schutz und in die Vorbereitung, oder man wird knallhart getroffen wie im Ahrtal. So, lieber Dr. Pitz, jetzt habe ich ein komplexes Thema aufgerissen. Sie schaffen das, ich kenne Sie gut genug. Was ist Ihre Antwort dazu? Ja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch das, was uns in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, einfach eine vernünftige Risikoabschätzung zu machen. Ne? Das sehen wir jetzt auch gerade wieder bei dem Thema Impfen. Also es ist eigentlich nicht so schwer. Also ich muss mir anschauen, was sind die Folgen, wenn es zu einem bestimmten Ereignis kommt. Jetzt nehmen wir also das Hochwasser in Mannheim. Wir haben einen dicht besiedelten Lindenhof. Wir haben eines von drei Mannheimer Krankenhäusern in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Wir haben die also wirklich in unmittelbarer Nähe, das sind 300 Meter. Ja. Das würde sofort getroffen werden. Genau. Ja. So, also wir haben eine sehr enge Wohnbebauung, mehrere Pflegeheime, ein Krankenhaus. Das darf man ja dann auch nicht vergessen. Also es sind ja wirklich eine signifikante Anzahl von Pflegeheimen. Also es ist nicht nur eins, sondern es sind, mir fallen spontan schon mal im unmittelbaren Einzugsbereich vier plus Krankenhaus. Das bedeutet relativ schnell, wir haben das ja auch sehr, sehr traurig erleben müssen, was das ja auch zum Beispiel eben für ein Wohnheim für Schwerbehinderte bedeutet, wenn sowas von jetzt auf nachher kommt. Also kurzum, wenn es zu dem Ereignis kommt, dann haben wir ein enorm hohes Schadensrisiko im Hinblick auf A, kritische Infrastruktur und B, Menschenleben. Und dann gibt es doch eigentlich nur den Weg, dass man die sicherste Variante wählt. Also das, was tatsächlich dann auch bei einem Hochwasser mit Sicherheit standhält. Und wenn es dann eben so sein sollte, dass das eine Variante ist, bei der Bäume dann tatsächlich gefällt werden müssten, dann müsste man eben eine Risikoabschätzung vornehmen. Also Bäume versus Schadenseintritt. Und dann kann man solche Fragen relativ einfach beantworten, finde ich. Also man muss einfach, glaube ich, Ja, natürlich nur, wenn man es vernünftig angeht, wenn man es emotionalisiert und ideologisch angeht, kommt man dann nicht weiter, oder? Nö, es ist eine ganz nüchterne Betrachtung. Und auch da weiß ich natürlich nie genau, inwieweit man... also das ist ja immer, Sie erinnern sich an den einen netten Satz unseres ehemaligen Bundesinnenministers, bestimmte Dinge nicht zu sagen, weil das die Leute verunsichern könnte. Ja, manchmal muss man aber vielleicht Dinge auch ganz deutlich ansprechen, um den Menschen auch eine entsprechende Abwägung zu ermöglichen. Also ich unterstelle mal jedem, dass keiner sich hinstellen würde und sagen würde, okay, wir haben jetzt hier drei Varianten, wie so ein Damm restauriert werden kann, saniert werden kann.
Zwei davon sind unsicherer als die dritte. Aber wenn es zum Schadenseintritt kommt, passiert Folgendes, dass sich dann jemand hinstellt und sagt, nee, aber trotzdem bitte die unsichere Variante. Von daher glaube ich einfach, man muss einfach die Karten da auf den Tisch legen. Man muss einfach auch ganz klar zeigen, was in den verschiedenen Varianten passieren kann. Und das ist natürlich, ich bin auch kein Deichexperte, von daher maße ich mir da auch nicht an, irgendein Urteil mir bilden zu können. Da muss natürlich erstmal jemand ein Gutachten schreiben, der mir dann erklärt, welche Varianten gibt es und wie sicher sind die denn. Und danach kann ich dann auch als Fachfremder mir ein Urteil erlauben über die Frage, was der richtige Weg ist. Aber ich glaube, bei allen Gefahrenabwehrmaßnahmen muss man einfach sich im Klaren darüber sein, dass es eben tatsächlich so ist, dass man eine Wette darauf eingeht, dass es hoffentlich niemals eintritt, der Schaden. Aber dass, wenn es soweit ist, man gut dafür gerüstet ist. Und auf diesen Weg wollen sich eben viele nicht begeben. Und das sieht man, wie gesagt, sehr schön auch bei der Impfkampagne. Wenn ich mich halt hinstelle und sage, naja, wird mir schon nicht passieren, dass ich derjenige bin, der auf der Intensivstation landet, dann blende ich natürlich dabei aus, dass ich einfach ein erhebliches Risiko habe, wenn ich nicht geimpft bin. Hm. Und dann müsste ich da jetzt wieder dagegen setzen, was sind denn meine Risiken, wenn ich mich impfen lasse. Also diese Risikoabschätzung, die muss man tatsächlich nüchtern machen. Und klar ist natürlich auch, das haben Sie ja gerade auch zu Recht gesagt, dass sich diejenigen, die für sich schon ein fertiges Ergebnis haben, mit solchen Argumenten nicht erreichen kann. Also wenn ich für mich schon gesagt habe, nee, es gibt nur den einen Weg, dann ist natürlich auch der Zugang zu so jemandem schwierig, sei es jetzt Hochwasser oder andere Themen. Aber ich finde, man hat jetzt schon sehr deutlich gesehen, was so ein Hochwasser alles auslösen kann. Und mehr als deutlich. Ja. Herr Dr. Pitz, ich würde die Schlussfrage formulieren, weil ich Sie nicht zu lange in Anspruch nehmen will. Sie haben ja vorhin gesagt, privat kommt man nicht so einfach in die USA rein. Sie haben da auch beruflich zu tun. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte Ihren Terminplan nicht unnötig durcheinander bringen, aber wir sind ja in guten Kontakt. Insofern klappt es immer auch relativ unbürokratisch schnell. Wenn Sie können das abschließend natürlich nicht beurteilen, aber wenn Sie als Experte jetzt da drauf schauen, was sagen Sie für die unmittelbare Zukunft, das muss nicht morgen passieren, sondern in den kommenden Wochen, Monaten. Aber was kann man aus der Ahrtal-Katastrophe, also Nordrhein-Westfalen nicht zu vergessen, da, das ist auch schwer betroffen, das Ahrtal ist halt noch krasser betroffen. Welche Fragen sollten da auf dem Tisch liegen? Worum sollte man sich kümmern? Denn wir haben viele Mittelgebirge, mit unterschiedlichen Topografien, aber durchaus ähnlich wie im Ahrtal. Wir haben Hochwasserrisikogebiete wie Mannheim mit Rhein und Neckar, Elbe, andere große Donau, andere große Flüsse, brauchen wir nicht drüber reden. Wir hatten die Schadensereignisse schon. Und ich habe das Gefühl, es fehlt immer noch an dem Willen tatsächlich zu sagen, wir stellen uns auf die unvorstellbare Situation ein. Was sollte hier politisch und von Experten tatsächlich in den Monaten diskutiert und möglicherweise geregelt werden? Ja, ich glaube, wir müssen halt insgesamt dieses Thema Notfallvorsorge in Deutschland neu aufstellen und ich kann das nur wirklich jedem mal raten, einfach mal auf die Seite hier von dieser FEMA in den USA zu gehen. Die haben feste Pläne, da gibt es ganz genaue Zonen, wo ich nachschauen kann, wenn ich in Zone A wohne, was sind die Vorbereitungen, wie muss das laufen. Und genauso okay. Brauchen wir eben auch auf Bundesebene ein Kompetenzzentrum, das sich im Gesamtbild Notfallvorsorge eben insbesondere mit vorhersehbaren Ereignissen, und für mich ist ein Hochwasser ein vorhersehbares Ereignis, also das ist ja nur eine Frage der Zeit, von daher ist das auch gut planbar, dass sich genau mit solchen Fragen befasst und dann auch entsprechend den entsprechenden Kommunen klare Segelanweisungen an die Hand geben kann, was denn zu tun ist. Und dabei stellt sich natürlich auch zum Teil natürlich auch die Frage der Verantwortung des Bundes, denn viele Flüsse sind ja auch Bundeswasserstraßen. Also warum soll der Bund da auch insgesamt nicht eingebunden werden?
in den Schutz dieser Anlagen. Da kommt wieder der Jurist durch. Sie gucken auf die Verantwortlichkeiten. Ja, wir brauchen einfach neue Strukturen. Also wir müssen uns einfach da loslösen von diesem föderalistischen Denken und einfach akzeptieren, dass bestimmte Dinge einfach auch zentral ganz gut aufgehoben sind. Das macht keinen Sinn, wenn sich mit dem Thema Hochwasserschutz in jedem Bundesland irgendein Referent in irgendeinem Innenministerium beschäftigt, der vielleicht alle 2 Jahre wieder wechselt. Sondern da braucht es einfach eine geballte Kompetenz. Da braucht es auch die Verbindung mit Meteorologen und. Und dann brauchen wir einfach ein besseres Warnsystem. Also nochmal, wir haben ja viele Informationen gehabt im Vorfeld. Aber die drängende Frage ist doch, warum haben wir das nicht an die Menschen rangekriegt? Das, obwohl auch schon viele Experten gesagt haben, mit diesen Warn-Apps werden wir keinen Krieg gewinnen. Das hat sich jetzt leider auf traurige Weise bestätigt. Also mein Appell ist einfach das Thema Notfallvorsorge mal ganz neu denken. Und vielleicht haben wir da in der neuen Bundesregierung und in den Länderparlamenten auch genügend Leute, die sich dem Thema widmen. Herr Dr. Pitz, ich glaube, Sie haben Notfallvorsorge mal ganz neu denken. Das wird eine der nächsten Überschriften sein. Vielen Dank dafür. Möglicherweise auf Basis meiner Recherchen, ich schreibe einen Artikel, möglicherweise, weil wir ein Interview führen. Wir bleiben auf alle Fälle im Gespräch. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen. Ich glaube, wenn ich die Kommentare sehe, die aktuellen Zuschauer auch. Das Video wird natürlich auch noch nachgeschaut werden. Es ist ein extrem wichtiges Thema. Ganz wesentlich ist mir dabei, hier geht es nicht um Parteipolitik, hier geht es nicht um irgendeine Wahl. Sie stehen nicht zu irgendeiner Wahl, sondern hier geht es wirklich ums Eingemachte. Was mich umtreibt ist, meine These ist, mein Standpunkt ist, es hätten in Rheinland-Pfalz nicht 134 Menschen sterben müssen und auch insgesamt nicht 180. Es wären sicherlich mehr Menschen gestorben. Bei so Großschadensereignissen ist es fast unausweichlich. Aber in dieser großen Zahl, das hätte nicht sein müssen. Und auch die Riesenmilliardenschäden, die entstanden sind, wären erheblich vermeidbar gewesen, wenn wir einfach ein besseres System hätten. Und das ist eigentlich das, was mich umtreibt. Wir sind eine Wissensgesellschaft, eine Hochtechnologiegesellschaft. Wir haben historische Erfahrungen. Das sind so verschiedenste Wissensgebiete, die hier zusammenkommen. Natürlich die Ingenieurskunst, die Rückhaltebecken, sonstigen Hochwasserschutz planen und bauen können. Das kostet alles Geld. Das wurde versäumt und jetzt haben wir einen immensen Schaden, weil einfach die Abwehrbereitschaft nicht ernst genommen wurde. Gegenüber Naturgewalten, wo man immer sagt, man kann sich das nicht vorstellen. Doch, man kann es sich vorstellen, wenn man in die Historie zurückgeht. Naturgewalten, siehe, ich mache mal ein Beispiel, Lissabon, ja, oder verschiedene Vulkanausbrüche. Ich meine, auch das sind so Sachen, die offensichtlich viele nicht auf dem Schirm haben, als damals in Island der Vulkan in die Luft geflogen ist. Das war ein weltweites Ereignis und erkennbar war, die wenigsten waren darauf vorbereitet. Aber wir leben nun mal auf dieser Welt und diese Welt ist nicht heile, sondern die ist Natur. Natur kennt kein Gut und Böse, sondern Natur ist, wie sie ist. Und manchmal ist sie einfach sehr bedrohlich für uns. Ja? Ich meine, das ist auch jetzt mal abstrakt betrachtet. Dieses wunderschöne, idyllische Ahrtal, in dem ich vorher noch nie in meinem Leben war, leider. Ja. Wenn ich da oben auf dem Berg sitze, im Hotel, und da runterschaue, sieht so, natürlich habe ich den geschärften Blick und sehe die Anschwemmung. Aber insgesamt ist es eine einzige Idylle. Und in dieser Nacht vom 14. auf den 15. Juli war es ein Horrorgeschehen, wie man es eigentlich nur aus Hollywood-Filmen kennt. Ja? Und bis heute sind diese Wahnsinnsschäden nach wie vor zu erkennen und beschäftigen viele Menschen. Dazu sage ich im weiteren Verlauf der Sendung noch was. Lieber Herr Dr. Pitz, können wir es eigentlich machen, wie alle im Ahrtal? Ich bin älter,
Willst du anbieten? Also, Andreas, ich bin Adi. Wir kennen uns jetzt wie lang? 3, 4 Jahre, 5 Jahre? Ja, So das, in dem Dreh? ich glaube, wir haben uns da schon ein bisschen früher an diversen Notfallorten gesehen. Ja, genau. Ja, also, es Genau. müsste schon fast Es länger sein. endet, ja, und es kann auch ein bisschen länger sein, einige Jahre eben. Es wird nichts daran ändern, dass wenn wir im Gespräch sind, ich als Journalist, du als Rechts- und Katastrophensicherheitsexperte, dass wir uns auf dieser professionellen Ebene begegnen. Immer kritisch, immer fair miteinander, aber auch nicht unbedingt immer einer Meinung, obwohl in der Vergangenheit waren wir häufig einer Meinung, wir ticken da sehr ähnlich, aber das ist mir auch wichtig zu betonen. Und du heißt nicht, dass man irgendwie kumpelmäßig an einem Strang zieht, sondern einfach nur, dass man sich wertschätzt. Und sie genauso, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Lieber Andreas, in diesem Sinne, das ist mein erstes Du, Sie, Sie, Du über ein Live-Video. Finde ich sehr spannend. Bin sehr neidisch, dass du in New York bist. Ganz tolle Stadt, genießt die Zeit. Du bist mit Familie da, wie ich es mitbekomme. So ist es. So viel persönlich darf So gesagt ist es. sein. Schöne Grüße. Richtig gerne aus. Richtig gerne aus. Ja, wünsche eine ganz wunderbare Zeit, einen guten Rückflug. Wenn du wieder da bist, meldest du dich gerne und dann setzen wir uns persönlich nochmal zusammen und reden über das wirklich sehr, sehr wichtige Thema Katastrophenschutz. So Also machen wir nochmal es. schöne Grüße nach New York. Genau. Gute Zeit euch allen, ne? Macht's gut. Danke.